Grund zum Jubeln. Den gab es für die Fans und Spieler des FC Augsburg beim Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05. In einer furiosen Partie konnte sich der FCA am Ende 2:1 durchsetzen. Schon wieder Augsburg über die rechte Seite mit Fredrik Jensen und der Ball geht an den Pfosten. Wir hätten zu diesem Zeitpunkt schon 4:0 führen müssen. Das war die verrückteste Anfangsphase meiner Karriere. Ruben Vargas gegen Sean Schüss legt den Ball vorbei auf Niederlechner bis zur Grundlinie in die Mitte rein. Jetzt ist er da! Drittes Mal ist Richters Recht. Marco Richter mit dem Ausgleich aus handgemessenen 1,30 Meter. Niederlechner, schneller Anlauf, Niederlechner. Und das Ding ist Kreuzeck. Boah, was für eine Granate. 2:1. Auch wenn der FCA fast verschwenderisch mit seinen Torchancen umging, Trainer Martin Schmidt will an der offensiven Spielweise festhalten und den Schwung in die letzten Partien des Jahres mitnehmen. Für mich ist es eher eigentlich ein Lob an die Mannschaft, ans Team, in welchem Rhythmus, in welchem Tempo und in welcher Gier wir auf diesen Gegner los sind. Ich glaube, das ist für mich wichtig, diese Gier zu konservieren und in die letzten drei Spiele reinzunehmen. Dass wir in den letzten drei Spielen brauchen wir nochmal 100% in jedem Spiel drin von diesem Spiel. Und so werden wir diese letzte intensive Woche auch angehen. Zuerst steht das Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Die Kraichgauer haben seit drei Spielen nicht mehr gewonnen und wollen nun gegen den FCA die Trendwende schaffen. Ich glaube, das Wichtigste ist immer so von einem Team, dass sie auch ein Team ausstrahlen. Und dass es klar ist, wie die spielen, dass die Jungs verstehen auf dem Platz, was ze trainen wollen. Und die spielen Art und Weise Fußball, ist etwas direkter dan andere Mannschaften, aber es ist sehr erfolgreich jetzt. Und ja, wenn wir nicht gut vorbereitet sind, wir haben es gestern gezeigt, was die so stark macht, dann kann es schwer werden für uns. Aber wenn wir wissen ungefähr, wie die spielen. Und da sind wir gut auch vorbereitet. Freitagabend um 20.30 Uhr wird es dann ernst. Voll fokussiert ins Spiel gehen und zielstrebig nach vorne spielen. Holt euch die Punkte.